Kabel. Nee, mit dem Computer. Mit dem Computer saß er. Nein, das ist ja ein Ding. Das sah so aus wie hier noch schlimmer. Ah. Und jetzt sieht man ja nichts mehr. Gar nichts. Wenn ich noch den Bluetooth-Tastatur habe, ne? Mein Bluetooth-Maus. Hast du auch irgendwas geändert im Computer? Ich hab nichts hier. Hast du irgendwie neue Prozessoren angeschlossen? Alle Lore, denn das ist so schnell und nicht mehr. Hast du den Drucker falsch angeschlossen? Drucker ist super. Da muss ich mal zeigen, das ist wirklich fantastisch. Da geht ein Kabel runter, ein Strangkabel. Das müssen wir mal zeigen, das muss ich mal zeigen. Ich habe jetzt einen Organismus. Vom Organisieren bekommt man auch ein Organismus. Ein Organismus. Ja, da habe ich in der Biologieunterricht von ihr gehört. Von der Organismus. Da habe ich schon mal gelacht, wenn die Lehrerin Organismus gesagt hat. Ja? Hat da jemand so viel organisiert? Ich kann mich erinnern, damals in der Biologieunterricht. In der Biologie. Hab ich gelacht, da hat die Lehrerin erzählt von der Überaugenwulst. Von der Urmenschen. Und die hatten eine Überaugenwulst. Einen dicken Wulst. Und das Wulst. Einen Wulst. Und das fand ich lustig. Einen richtig fetten Wulst. Das war so dick. Machst du das Mikro ein bisschen lauter, damit der Chat das auch hören kann? Ich finde das auf jeden Fall super. Das ist hier schon droht manchmal, das ist schlecht. Also ich finde das super. Ich glaube, wir reden hier zu leise, Coach. Ich finde das längste Match auf der Geschichte von Melee ankicken dürfen. Das finde ich toll. Das ist so klasse. Obwohl, wenn Young Link eisig wäre. R steht da. Ich glaube, R steht für die Kathedrale von Coach. Ich dachte R. 3RD spielt gegen das Opus. Nee, da steht doch ein R über den Grünen. Oder ist dann eine A? 3. Nein, B. R. Vielleicht spielt er auf League of Legends und setzt sein Ulti an. Ach, das kann sein. Das ist auf jeden Fall ein Kopf an Kopf. So wie damals der Schumi die 7. Weltmeisterschaft gewonnen hat, den Ferrari. Kaum ist Dennis nicht mehr da. Ich glaube, das war aber schon ein Mercedes. Dann hat der Mercedes gefahren. Als er einmal die Champions League gefahren ist, ne, mit dem Champion Mercedes. Muss ich mal überlegen. Gegen den FC Bayern München. Auf dem Hockenheimring. Das ist Wahnsinn, was der abgezogen hat gegen die Jungs. Der hat die gegen den Ballack. Überholt jeden. Der Ballack war, glaube ich, in der Renault. Der Ballack war klasse. Der war klasse. Aber Renault ist der super um die Kurven gefahren. Das super. Das war toll. Also, wir können hier sehen, das ist immer noch ein sehr knappes Match. Die schenken sich nichts. Ja, so wie damals, als ich in Kölner Dom mit dem Pfarrer geredet habe. Und er gesagt hat, nein, aus der Kollekte nehmen wir nichts mehr raus heute. Habe ich mir auch gedacht, der gönnt mir ja nichts mehr. Das haben die Omis extra in den Klingelbeutel geworfen. Ich habe mir gedacht, davon kaufst du dir heute Abend kein Bier. Das darfst du eh nicht trinken, das steht in der Bibel. Habe ich gesagt, Pfarrer. Zumindest in der Kölsche Bibel. Guck mal, Pfarrer, ich habe gesagt. Obwohl Kölsche ist auch kein Bier. In der Kölsche Bibel steht was anderes. In der Kölsche Bibel. Ich habe schon gesagt, dass der Pfarrer jeden Sonntag vor der Kölsche Kölsche Gottesdienst. Er soll ein Bier. Das ist jeder, das stimmt. Ja, und ich habe gesagt, weißt du, zum Fahrer, als du gesagt hast, aus den Kollekten. Mensch, das war ja eine wirklich unfassbaren Bomben. Er trinkt und da hat er noch einen Schluck ausgetrunken. Ein Schluck war noch in der Flasche drin. Das sieht man besonders deutlich, weil das ist nicht so ein großes Glas. Das steht es natürlich gleich im Kölsch. Aber damals, als ich dem Fahrer gesagt habe, du, wenn du noch einmal sagst, dass ich hier nichts rausnehmen darf aus der Kollekte. Ja, dann sage ich allen Bescheid, dass du der Oma Gertrud ständig in den Dekolleté reinguckst. Ich habe das genau gesehen. In der letzten Reihe sitzt die Oma Gertrud und du läufst da immer so schelmisch vorbei. Und wenn du dein Klingelbeutel, dann kramt die immer erstmal ewig in ihrem Portemonnaie drinnen. Ja, und dann sehe ich natürlich, wo du hinguckst. Und so ungefähr ist das hier. Dass der junge Link ewig in den Geldbeutel gräbt, bis er die Bombe gefunden hat. Und die wirft er dann los auf den Pfarrer Jigglypuff.
Oh, 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 das war ja super. Das ist wie im Konverton, wenn die Leute zum Gesang einstimmen. Da werde ich einfach runterfallen lassen. Das war wie die Kirchenlieder, ja, in der Dom. Ich sag ja immer, lasse die Kirche im Dom. Aber den Kölner Dom in Köln. Das sagen die. Guck, da hat die Elfriede wieder was aus dem Geldbeutel. Jetzt hat es weggeworfen. Oh, da kommt schon wieder 5 Euro. Was die alles im Geldbeutel hat. Eine Boomerang, und eine Bombe. Wahnsinn, das ist fantastisch, was die da hat. Der hat sogar eine Pfeil und Bohrin. Oh, die nähern die Bios vielleicht, doch, aber doch nicht knapp. Das ist natürlich Haus an Haus rennen. Oh. Da ist er geboren. Ja, wie der Schumi auf der letzten Zielgeraden. Und dann mit Vollgas in den Zielgeraden reingeschossen. Bitte Hookshot. Oh, er kann den Bomben von den Plattformen von der Seite schleben. Was ist das denn? Die Rolle? Das ist ja fantastisch, das ist ein ganz tightes Timing, ist das, wenn man einen Bomben ziehen will, wenn das man von der Ledge springt. Da hat der SSBM Niki hat davon auf Twitter neulich geredet, ja, dass du öfters mal ein Schild loslassen sollst und dann eine Punish machen. Ach super. Und das hatte Jigglypuff gerade gemacht. Der Puff. Der Puff. Ja, also langsam fällt mir auch Bill in die Bucht. Da hat er ihn gepiepst. Was ich da noch zu diesem Match sagen soll. Von oben mitten rein gepiepst hat er ihn. Ich meine, ich kann auch noch ein paar Geschichten vom Pfarrer Horst erzählen, aber ich glaube... Ich dachte, der hieß anders. Das ist hier. Oder hieß der Horst? Ja, ist halt einer von den Pfarrern. Ja, ist halt Der Priester. Ja, der Microsoft Office, der macht das ganz gut, ja. Ja, das ist super. Da, hatte den da ist er wieder in der Lead. Da hat er wieder überholt. Aber das wird. Da hat er ein besser Lied. Aber das Kirchenlied hat er. Das wird nichts mit dem Timeout. Oh, nice. Oh, das Kirchen kommt nicht. Gute Tier. Gerade so. Gute Tier, sag ich da immer nur. Da musst du noch ein paar Mal die Nürnberger Rostbratwurst auf den Jigglypuff werfen. Oh, das gilt. Natürlich, diese Rostbratwürste, die haben Piff, die haben Biss. Ja, das ist. Der Nürnberger Rostboomerang. Der kommt gleich raus. Da ist er. Klasse. Super. Oh, das ist viel vielleicht, oder? Oh, da hat er sich selbst ausgetrickst. Ja, er wollte halt auch mal einen Rostplatz für sich haben. Ich will gerne wissen, was die anderen denken. am besten nix. Am besten noch nicht viel. Oh Gott! Oh Gott. Guck mal, übt schon für ein großes Turnier hier. Ja. Oh shit, Jenny Prenzlberg mit dem 5 Gift-Subs. Wann sind die gekommen? Das war wegen Konzis Geburtstag. Geburtstag, um halt diesen Emote Konzi zu machen. Also vor 100 Jahren. Ja. Obwohl wir sind erst seit 2 Jahren affiliated. 3 Jahre? Ja gut, ich dachte jetzt nicht, die 100 Jahre waren nicht so gemeint. Ja. Konzi hat, Dennis hatte ja letztens sein einjähriges, glaube ich, Affiliate. Kann sein, ja. Oh, da sind alle hier nach der professionelle Streamer. Oh, klasse, super. Ich möchte an der Stelle de Konati Boy gratulieren zu 1000 Followern auf Twitter. Wahnsinn, super. Da wollte ich meine herzliche Gratulation aussprechen. 13 Monate. Hey, ich finde es beeindruckend, dass Dennis uns die ganze Zeit zuhört, obwohl wir hier wirklich nur Gülle aus unserem Mund raussprudeln lassen. Und es ist nicht klar, ob es am Match liegt oder an uns. Dennis, und eigentlich habt ihr jetzt alle Platten weggebracht? Ach so, die Platten? Ja, hat er heute verschickt. Deswegen konnte er nicht kommen. Nice, Alter. Oh mein Gott, ich habe noch nie gesehen, wie Jigglypuff eine Bombe wirft. Die beiden sind aber auch wirklich stoisch am Werk hier. Oh, ich liebe diese großen Stages bei diesen Matchups. Ja, das ist der Hammer. Oh, der Pfeil! Verfehlt sein Ziel.
Ah. Ja, kann ich verstehen. Aber herzlichen Glückwunsch. Oh, da kam er reingestochen. Eine gute Verteidigung. Oh, schon wieder wirft er die Bomben, Alter. Aber der kann halt gar nicht werfen. Ja, ohne Spaß. Wirft wie so ein Dreijähriger. Ja, aber bei so einem kleinen Arm. Ja, ohne Spaß. Ey, das ist echt knapp, ey. Das könnten beide holen. Ich meine, macht ja auch Sinn, Opus ist ja gewissermaßen ein Jigglypuff Youngling Dual Main und kennt sich dementsprechend auch aus. Ja. Mit allem, was Pummeluff so kann und auch nicht kann. Und das hilft auf jeden Fall in der Bewältigung, außer man macht sowas. Ja, und es gibt halt schon viele Daten. Hungry Box gegen Armada. Ja. Ich meine, die hat sich Third hoffentlich auch schon mal angeguckt. Ja. Oder geht das zum Netz? Aber das ist halt so Hit and Run. Gott, ist das ein gruseliges Matchup, ey. Für alle beide. Ich finde auch, Ovis spielt deutlich zu aggressiv. Einfach nur Bombenpfeile. Er muss halt so wie Ultimate spielen. Ja, eigentlich schon, ja. Einen kleinen Wegrennen machen. Obwohl Ultimate Spam man ja nur näher ist. Diese näher. Ja. So, ich muss jetzt aber mal auf der Toilette. Ja. Viel Spaß noch in das Ring.
Ey, was geht hier, Cyboy? Ich hab grad gegen Banane verloren. 3-0. Close though. Ich hab noch gar nicht eingetragen hier. Weißt du schon, gegen wen du musst? Ja. Ja, Banane spielt Samus, genau, genau. Losers Round 2. Okay, Opus und ich haben das gleiche Placement bekommen. Wir sind beide 9. geworden, I guess.